Hallo ihr Lieben. Ja, ich mache heute den Tag mit, weil ich wurde nämlich getaggt von der lieben Lil Gracie. Ich verlinke euch den Kanal mal in die Infobox, aber ihr kennt die sowieso. Und zwar mit dem Tag, wie heißt der nochmal? Too Much Information? Ja, so heißt der, Too Much Information Tag. Und zwar sind das 50 Fragen. Krass, oder? Ziemlich krass. Und manche Fragen finde ich doof, aber ich beantworte sie, hoffentlich trotzdem. Naja, okay, fangen wir direkt mal an, um keine Zeit zu verlieren, ne? Und zwar ist die erste Frage, was hast du gerade an? Ja, also nichts Spektakuläres. Ich trage eine Kette von Primark, die sieht so aus. Ein T-Shirt von New Yorker, das ist so ein bisschen Boyfriend-mäßig geschnitten. Dann trage ich eine Jeans von Primark und hier unten, das sind meine Hausschuhe, die sind von Deichmann und die Socken sind von Primark. Ja, ach genau. Und dann trage ich noch Opala. Warum wollt ihr auch unbedingt wissen, was ich anhabe hier? So, dann habe ich noch eine Uhr von Primark, ein Armband von Nadine. Das ist total verlaufen schon, aber ich liebe das trotzdem. Ich ziehe es gar nicht aus. Ich glaube, das trage ich schon seit 3 Monaten durchgängig. Wollte sie ursprünglich in ihrem Shop Nadora aufnehmen. Hat sie aber nicht gemacht, weil sie einfach nicht so 100% zufrieden, sage ich jetzt mal, war, weil das halt wirklich anläuft. Aber ich liebe das trotzdem. Ein Haargummi und ein Perlenarmband. Naja, das trage ich gerade. Ob ich je verliebt gewesen bin? Ja, ich war schon mal verliebt. Ja, doch. Und auch oft verknallt, aber auch schon verliebt. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? So betrogen worden, ne? Finde ich schon schlimm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie groß bist du? 1,68 bin ich. Wie viel wiegst du? 77. Ja, so viel wog ich noch nie in meinem Leben. Tattoos? Ja. 1. Jugendsünde. Wollt ihr gar nicht wissen, wo. Piercings, bis vor kurzem hatte ich noch eins in der Zunge, habe ich aber rausgenommen vor kurzem, von ein Jahr, anderthalb, ja, so um den Dreh habe ich das rausgenommen. Was heißt denn OTP? Guck kurz nach. Das heißt, das wahre, ja, okay. Wer ist denn Tatum Jane? Keine Ahnung, echt, das ist eine doofe Frage, Entschuldigung. Also, ne? So, was ist denn hier weiter? Lieblingsfernsehsendung oder Online-Show? Fernsehsendung, ist das jetzt auch eine Serie? Sowas wie Grey's Anatomy oder New Girl? Also sonst habe ich keine Show. Ich hasse sowas wie DSDS oder so ein Kack, Entschuldigung. Also, nee, kann ich mir nicht reinziehen. Lieblingsband waren früher die Backstreet Boys und, ja. Fand ich ziemlich geil. Also, aber jetzt so, ich höre alles, was mir gefällt. Vermisst du etwas? Jetzt im Moment? Was vermisse ich denn? Vermisse ich überhaupt irgendwas? Den Sommer vermisse ich echt. Ich vermisse warme Temperaturen. Die können echt langsamer kommen, aber sonst fehlt mir jetzt gerade nichts. Mein Lieblingslied ist Happy von, wie heißt der? Colin Farrell? Heißt der so? Ja, ich könnte das Lied die ganze Zeit über hören und singen und ich finde diesen, weiß ich nicht, der ist einfach so groovy, wisst ihr? So, man kann einfach die ganze Zeit so... Ich mag es einfach, ich finde es toll. Wie alt bist du? 29, ich werde jetzt im August 30. Sternzeichen, ich bin im August, also am 2. August, ich bin Löwe und ja... Irgendwie, ich komme voll gut aus mit Löwen. Also das ist ganz witzig bisher. Man hat mir immer gesagt, Löwen und Löwen würden sich quasi zerfleischen. Überhaupt nicht. Also jedes Mal, wenn ich Löwen kennenlerne, beziehungsweise wenn ich Leute kennenlerne, dann manchmal denke ich so, die sind bestimmt Löwe. Und dann frage ich irgendwann und dann sind das tatsächlich Löwen vom Sternzeichen. Also ich komme voll gut mit Löwen klar. 15. Qualitäten, die du in einem Partner suchst. Qualitäten oder so? Nee, also... nee, also Treue, Respekt suche ich da drin und gegenseitiges Verständnis, also ja,
Selbstverständlichkeiten eigentlich. Na, also mal ganz im Ernst, also treu zu sein ist selbstverständlich. Ja. Aber sonst? Qualitäten? Nee, also sollte knutschen können, ne? Mein Lieblingszitat, also eigentlich, woran ich total oft denke, ist, behandle andere Menschen so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. Das denke ich mir jedes Mal, also, und leider Gottes ist es ganz selten, dass Menschen genau das tun. Lieblingsschauspieler, Leonardo DiCaprio. Bombe-Schauspieler. Ich meine jetzt nicht vom Optischen finde ich ihn mittlerweile auch gut bei Titanic, um Gottes Willen, da war der ja noch ein Bubi. Mittlerweile finde ich ihn aber auch attraktiv so. Dann natürlich, Johnny Depp ist ein super Schauspieler. Ach, ich mag voll viele, also ich finde, es gibt echt gute Schauspieler. Ja, brauche ich jetzt gar nicht alle aufzuzählen, aber so halt unter den, männlichen finde ich wirklich Leonardo DiCaprio. Ich finde, der kann super in verschiedenen Rollen schlüpfen. Mag ich sehr gerne, wenn man sowas kann. Lieblingsfarbe. Ich mag gern so grau. Was mag ich denn noch? Rot finde ich auch schön. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht so eine Lieblingsfarbe. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich ärgere, die ich nicht spiele oder so, bin ich immer gelb. Laute Musik oder leise? Es kommt drauf an. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause putze oder so, dann muss es laut sein. Aber so, wenn ich halt arbeite, auf der Arbeit bin, dann muss auf jeden Fall leise im Hintergrund Musik laufen. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Duschen. Duschen oder auf die Couch. Also ich dusche mich dann halt und dann fühlt man sich halt frisch, dann zieht man sich halt was Kuscheliges an, dann setzt man sich auf die Couch und die Couch ist halt einfach so ein Ort, wo man sich einfach wohlfühlt. Egal, ob man traurig ist, glücklich ist, also ob man müde ist. Also die Couch ist einfach voll der Mittelpunkt eigentlich in der Wohnung, ne? Und halt, wenn Freunde in der Nähe sind, auf jeden Fall zu Freunden gehen. Nummer 21, wie lange brauchst du, um zu duschen? Mit Haare oder ohne Haare? Also mit Haare brauche ich schon so 20 Minuten, Viertelstunde? Ja, Viertelstunde. Und da ich jetzt meine Nebenkostenabrechnung bekommen habe, versuche ich das auf, wenn ich ohne Haare mache, versuche ich das auf 5 Minuten zu verkürzen. Schaffe ich aber nicht, ich bin auf 10 Minuten gekommen. Also so 10 Minuten brauche ich schon im Durchschnitt, um zu duschen, weil ich liebe es zu duschen. Aber ich musste knapp 300 Euro nachzahlen, alleine, müsst ihr euch mal vorstellen. Und das geht so nicht. Wie lange brauchst du morgens, um fertig zu werden? Eine Dreiviertelstunde bis Stunde, würde ich sagen, ja. 23. Jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen? Also, ob ich mich geprügelt habe, quasi? Nö. Also, ich bin ein Schisser. Ich bin immer, vor sowas habe ich mal einen großen Bogen gemacht und ich habe mich noch nie geprügelt. 24. Turn on. Ja. Also ich mag es, wenn jemand gut küssen kann, wenn jemand gut riecht, aber nicht im Parfüm gebadet hat. Und Selbstvertrauen besitzt, aber nicht überheblich machohaft. Ne? Also es ist einfach sexy, wenn man halt sieht, derjenige weiß, was er tut. Und so, ja, derjenige weiß, was er tut. Das ist ein gutes Stichwort. Turn off. Oh Gott. Also Mundgeruch geht gar nicht. Dann verfaulte Zähne, sowas, also Mundgeruch geht echt gar nicht, also ich glaube, das hat Jill zum Beispiel, ich habe Jills Video auch gesehen und Jill meinte das auch, also das ist echt, das geht gar nicht und stinken, also stinken so nach Schweiß oder so, oh mein Gott. Die Gründe, wegen denen du YouTuber geworden bist, ist die Frage Nummer 26, das ist ganz einfach und zwar, ich habe die selber sehr gerne gesehen, die Videos, und hatte aber in meinem Freundeskreis gar nicht so die Leute, die sich auch dafür interessiert haben. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt und so. Und irgendwie hat mich das dazu hingerissen, dass ich auch diese Videos mache. Und seitdem habe ich so viele Mädels kennengelernt, die dieselben Interessen haben wie ich. Und ich kann mich auch mit euch austauschen. Und genau das ist der Grund, warum ich YouTube-Videos angefangen habe zu drehen. Ängste, ja, ich habe panische Angst, wirklich panische Angst vor Wespen. Bienen geht noch, da zucke ich zusammen, aber ich mag sie auch nicht. Aber Wespen, Hornissen, um Gottes Willen, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Aber Wespen, also das können manche Leute auch nicht verstehen. Ich finde das gemein, echt. Also manchmal dann auf der Arbeit zum Beispiel, dann ist so eine Wespe da und ich bin stocksteif, werde ich dann. Und ich muss die Männer auf der Arbeit müssen die wegmachen, weil ich kann sonst nicht weiterarbeiten. Ich habe panische Angst, ich bin einfach wie gelähmt, bin ich dann. Und die muss weggemacht werden, sonst habe ich habe panische Angst davor. So, und meine andere Arbeitskollegin, zum Beispiel eine von denen, die sagt mir, boah, stell dich nicht so an.
Hallo, es gibt Leute, die haben Angst vor, wirklich panische Angst vor Spinnen oder sonst irgendwas. Und ich habe halt panische Angst vor Wespen. So. Und das ist nun mal eine Angst und da kann ich halt, ist nun mal so, kann ich halt nichts dran ändern. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat. Ich denke, es war wieder mal eine Werbung. Also, dass ich halt wegen irgendeiner Werbung wieder mal geweint habe. Aber so, sonst weiß ich jetzt nicht. 29. Letztes Mal, dass du jemanden ich liebe dich gesagt hast. Einem Mann ist das schon, war das bei Tommy, das ist halt was länger jetzt schon her. Aber bei einer Frau habe ich das letzte Mal bei meiner besten Freundin gesagt. 30. Bedeutung hinter deinem Online-Namen. Ich heiße ja Miss Curly Jen. Und ich habe irgendwas gesucht, was halt irgendwas mit den Locken zu tun hat. Ne? Und weil ich halt diese, weil man das erste, was man bei mir sieht, halt wenn ich meine Haare offen habe, sind nun mal die Locken. Und dann habe ich gedacht, Locken hört sich aber doof an, Curly hört sich eigentlich ganz witzig an. Und dann habe ich irgendwas mit Curly gesucht. Und dann hatte ich gedacht so, Miss Curly? Nee. Ich wollte erst, habe ich gedacht so Miss Curly Sue oder sowas. Und dann habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich gedacht, das hat ja überhaupt gar keine Verbindung mit mir. Und dann habe ich gedacht, komm, Miss Curly Jen, weil ich heiße ja Jennifer. Und dann kam mein Name demnach zustande. 31. Letztes Buch, das du gelesen hast. Da bin ich jetzt gerade noch dran. Ich lese die letzten 5 Seiten quasi von Shades of Grey, das dritte Teil. Und ja, da kommt auf jeden Fall auch nochmal so eine Review zu. Das Buch, was du gerade liest, ja, das ist das halt ja noch, aber... das wird jetzt sein, weil ich fange das heute Abend dann quasi an. Das ist die Black Dagger, also das ist die Bruderschaft der Black Dagger. Das sind halt mittlerweile 23 Bände oder sowas, ne? Also richtig gut. Also kann man mit Shades of Grey vergleichen von den Akten, die darin halt so passieren. Und ist aber halt mit Fantasy, also ist mit Vampiren und sowas, ja. Also es ist aber nicht so vampirmäßig wie Bis zum Morgengrauen oder sowas. Es ist schon ein bisschen... Erwachsener geschrieben und die Bücher kamen auch bevor es überhaupt Bis zum Morgengrauen gab. Und da bin ich jetzt beim vorletzten Buch, also ich habe mir jetzt die letzten beiden gekauft und die werden dann jetzt gelesen. Letzte TV-Show, die du angeschaut hast, das ist jetzt eine Ironie des Schicksals. Ich habe ja gerade eben gesagt, DSDS finde ich total zum Kotzen, aber gestern war ich ja bei Joy und da haben wir halt... wie heißt der Film? Tor 2 geguckt auf DVD, weil den hatten wir uns ausgeliehen und danach haben wir halt noch ein bisschen rumgesäppt und dann sind wir bei DSDS hängen geblieben. Und wir so, gucken wir jetzt nicht oder wir fanden das beide voll, wollten wir nicht, aber irgendwie, wir haben gequatscht und dann sind wir da hängen geblieben. 34. Letzte Person, mit der du geredet hast, war auch die Joy, weil ich komme gerade von ihr. Oh Gott, sind das Fragen? 35. Die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der du zuletzt SMS geschrieben hast. Das war auch Joy. Ich bin quasi... Sie ist einer meiner besten Freundinnen, also was soll ich sagen, ne? Mein Lieblingsessen. Oh Leute, ich war gestern, war ich essen. Ich kann das ja mal einblenden. Also wir waren in so einem Schnellasiaten, kann man sagen. Also der liefert nicht, aber das ist trotzdem so ein Asiat, wo man halt was abholen kann und so. Und da war so ein leckeres Essen. Aber normalerweise, was esse ich denn gerne? Ich esse halt gern so Antipasti, also schon so italienisch-mediterran angehaucht mit Oliven und sowas. Ne? Also ich esse sehr gerne Pasta. Ja, Pasta ist auf jeden Fall. Ich könnte jeden Tag Nudeln essen. 37. Ort, den du besuchen möchtest. London. Ich war noch nie in England und London möchte ich unbedingt jetzt hin, irgendwann, vielleicht sogar dieses Jahr, keine Ahnung. Also ich möchte unbedingt mal nach London. Bisschen blöd irgendwie vom Licht, oder meine ich das nur? Naja. Letzter Ort, an dem du warst. Düsseldorf. Nee, meint er jetzt wahrscheinlich so urlaubsmäßig? Ausland? Ich denke schon, ne? Wo war ich denn das letzte Mal? In Side, also Antalya, Side, Türkei. Bist du verliebt? Nein. Ich verliebe mich auch sehr, sehr langsam. Also ich brauche Ewigkeiten, um mich zu verlieben. Vielleicht auch nicht so. Vielleicht ist das einerseits gut, aber andererseits nicht gut. Ich kann das nicht so schnell, mich zu verlieben. Dass ich jemanden toll finde, dass ich Sympathie habe, schon, aber nicht verlieben. Letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast. Das ist aber eine intime Frage. Wann habe ich denn das letzte Mal jemanden geküsst? Im Januar, glaube ich. Im Januar habe ich jemanden geküsst. Letztes Mal, dass du beleidigt wurdest. Oh Gott, wann wurde ich denn das letzte Mal beleidigt? Ist sowas wie, du bist doof, auch eine Beleidigung? Verstehst du das nicht? Das wurde ich halt
auf der Arbeit gefragt, verstehst du das etwa nicht? Bei meinem bekloppten Arbeitskollegen habe ich gesagt, nee, verstehe ich nicht, offensichtlich nicht. Und ich werde selten beleidigt, weil ich halt Leuten auch mit gewissem Respekt gegenüber trete, dann verlange ich das auch von den anderen. Lieblingssüßigkeiten, ungarische Chips und Ringlis. Welches Instrument spielst du? Ich spiele kein Instrument. Ich spiele sehr gut Triangel. Ja, aber was ich auch gerne spielen würde, ist Saxophon. Also wenn ich ein Instrument lernen würde, dann wäre das auf jeden Fall Saxophon, stehe ich total drauf. Lieblingsschmuckstück ist meine Fossiluhr, glaube ich. Fossiluhr. Und mein Calvin Klein Ring. Ja. Muss ich aber jetzt nicht zeigen, oder? Ich kann das ja nah einblenden. Letzten Sport, den du gemacht hast, Zumba. Letztes Lied, das du gesungen hast, Happy von Colin Farrell. Lieblingsanmachspruch, also den ich jetzt benutze oder den ich gerne höre. Also Anmachsprüche finde ich jetzt so ein bisschen flach irgendwie. Entweder ich mache sie lieber mit Smalltalk. Also wenn ich jemanden anspreche und ich bin halt ein offener Mensch und das mache ich dann mal. Dann mache ich das mit Smalltalk. Ich mache jetzt nicht so, oh, du hast aber Muckis oder so einen Scheiß. Also, weiß ich nicht. Also, wenn ich jemanden ansprechen möchte, dann halte ich erst Blickkontakt mit demjenigen. Und wenn ich merke, er zeigt überhaupt Interesse, dann versuche ich irgendwie mit ihm ins Gespräch zu kommen. Weil wenn ich sehe, er hat überhaupt gar kein Interesse, dann rede ich den auch, spreche ich ihn noch nicht an. Bin ja nicht doof, ne? Aber wenn... dann versuche ich das halt, wenn er sich ein Getränk holt an der Theke, dass ich mir auch ein Getränk hole, dass ich mich so neben ihn quasi stelle. Und wenn er da mal so guckt, dass ich dann halt auch gucke, lächel. Und dass ich dann halt einfach ihn so sage, so, was hast du denn bestellt? Das. Ah. Ja, dann Prost, ne? Und wenn er dann Bock hat, kann er ja nochmal quatschen kommen. Weiß ich nicht, ich mache das immer eher so, also eher so Smalltalk. Cooler Tipp, ha? So. Dann hast du es je benutzt? Den Anmachspruch, ja klar, habe ich schon mal gemacht, ne? Letztes Mal, dass du mit jemandem gechillt hast, heißt das quasi gechillt hier gestern mit Joy Video geguckt? Ja. Wer sollte diese Fragen als nächstes beantworten? Ja. Make-up is my passion mit einer Nummer dahinter. Ich schreibe euch die Dame in die Infobox. Ich im Moment... gucke ich dauernd ihre Videos. Sie kommt aus Hawaii und ja, voll cool. Eine richtig cool, eine coole Dame, die auch so plappert, wie ihr den Mund gewachsen ist. Finde ich gut. Dann möchte ich Katamari auch mit der Nummer. Ich hasse da, warum müsst ihr immer die blöden Nummern dahinter schreiben? Ich möchte, dass du die Fragen auch beantwortest. Dann möchte ich. Wer hat den Tag denn noch nicht gemacht? Sag einfach die beiden. Ich möchte, dass die beiden mir die Fragen beantworten. So, ganz einfach. So, das war der Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen chaotisch vielleicht, aber so bin ich nun mal, ne? Ja gut, ihr Lieben. Wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss.